Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es gibt heute von mir wieder ein Update und zwar zur 18. Schwangerschaftswoche und legen wir direkt mal los. Leider hatte ich in der Woche wieder ziemliche Probleme mit dem Steißbein, ich weiß auch nicht. Ich dachte eigentlich, das hätte sich gelegt. In der Schwangerschaft wird ja alles so ein bisschen weicher und ja, leider ist das Problem wieder da, ziemlich kräftig sogar. Also momentan spüre ich das schon ziemlich. Egal, wie ich sitze oder liege oder im Stehen, also permanent fast. Ja, ein bisschen blöde, aber ist jetzt leider gerade so. Kann man nichts machen. An einem Tag, ich meine, es war der Dienstag, da hatte ich ziemliches Stechen im Bauch. Ich weiß auch nicht, wie man das bewerten soll. Ich tue es jetzt erstmal nicht. Mein Gefühl sagt, es ist alles in Ordnung und deswegen werde ich mir jetzt keine weiteren Sorgen machen. Das versuche ich zumindest. Ein ganz großes Thema in der Woche war so mein Gefühlschaos. Ich habe das auch noch nicht so ganz überwunden. Aber ja, es hat so eigentlich zu Beginn der 18. Schwangerschaftswoche angefangen, dass ich so alles in Frage gestellt habe und mir unmögliche Gedanken gemacht habe. Ich will da auch jetzt noch gar nicht so in die Tiefe gehen. Ich weiß noch nicht so recht, ob ich darüber sprechen möchte, aber das hat mich auf jeden Fall beschäftigt. Und ja, ist ein bisschen anstrengend gerade. Naja. Aber das sind vielleicht auch einfach nur die Schwangerschaftshormone. Also nicht, dass ich die Schwangerschaft in Frage stelle. Nein, 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 nein. Das auf keinen Fall. Was mir schon mehrfach aufgefallen ist, dass ich nach einem Nieser, also wenn ich niesen musste, einen unheimlich stechenden Schmerz auf der linken Seite vorrangig hatte. Also ich habe das bestimmt schon 3 oder 4 Mal gehabt. Und das war ein richtig doller Schmerz, wo ich dachte, Gott, was hat es da jetzt in meinem Unterleib verrissen? Ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung. Anfang der Woche war ich dann in einem Secondhand, um eigentlich etwas für mich zu kaufen, also Umstandsmode. Aber irgendwie gestaltet sich das bei mir ganz, ganz schwierig durch die relativ, ja doch, große Oberweite ist es wirklich schwierig. Also sie hatte total viele schöne Sachen da, aber irgendwie hat es einfach nicht so wirklich gepasst. Und so im Handel, wie ich ja euch schon gesagt habe, gibt es irgendwie nichts Schönes. Also ein bisschen schwierig. Aber ich habe natürlich was für den Krümel gefunden. Ich dachte, das zeige ich euch mal, weil ich finde, Secondhand ist wirklich eine ganz, ganz tolle Option, eben gerade für kleine Kinder. Da sind die ganzen ja, Giftstoffe, wie auch immer, schon rausgewaschen und die Sachen sind gut erhalten und super günstig eben auch. Ich habe mir da einmal so eine türkisfarbene Strampler-Hose mit Fuß eben gekauft. Die hat, glaube ich, nur 2 Euro gekostet. Also die 5 Teile, für die habe ich insgesamt 9,50 Euro bezahlt. Also das ist super günstig, finde ich. Dazu habe ich dann hier mir dieses Niki Oberteilchen mit Knöpfen dazu. Da ist hier auch so ein bisschen dieses Türkis mit drin. Fast dachte ich, das passt ganz gut zusammen. Und es ist einfach geschlechtsneutral. Das kann ein Mädchen und auch ein Bube anziehen. Ja, dann habe ich noch so eine braune Hose mitgenommen. Auch für 2-3 Euro. Mit einem relativ breiten Bund. Auch total süß und kuschelig weich. Mit einem hohen Baumwollanteil. Also ganz, ganz toll von Pussblue oder wie auch immer man das bezeichnet, das ist diese Eigenmarke von DM. Und dann habe ich noch 2 Bodies mitgenommen von Alana. Das ist auch diese Eigenmarke aus Bio-Baumwolle. Da habe ich dann 2 so weiße Langarm-Bodies mitgenommen, die hier an der Seite eben zum Schließen sind. Da hat jeweils eine 80 Cent gekostet, also da kann man nichts sagen. Die sind super, super erhalten. Also ja, ich kann das nur empfehlen, auch mal in einem Secondhand vorbeizuschauen. Was mich an mehreren Tagen in der 18. Schwangerschaft begleitet hat, waren Sodbrennen. Relativ starkes Sodbrennen, aber ich habe da jetzt nichts dagegen genommen. Ihr wisst ja, ich bin da sehr, wie soll ich sagen, verhalten mit Medikamenten und überhaupt. Und ja, wenn, dann greife ich auf Homöopathisches zurück, aber dann denke ich mir wieder bei Sodbrennen, ja, da hast du halt was Blödes gegessen, was du halt in dem Moment nicht so gut vertragen hast, dass es einfach zu sauer war oder wie auch immer. Ja, muss man halt dann entsprechend gucken, dass man das Ganze wieder im Magen ein bisschen neutralisiert oder so. Ja, kann man nichts machen. Und Verstopfung war auch ein ziemliches Thema, also ich musste da dann schon gucken,
Hab dann auch wieder angefangen, Chiasamen mir einzuweichen und die dann aufgegossen mit O-Saft zu trinken. Hat mir dann auch ganz gut geholfen, aber ja, ich bin da im ersten Moment gar nicht mehr drauf gekommen, sondern eine Freundin hatte mir den Tipp gegeben, weil ich ihr eigentlich diesen Tipp vor ein paar Wochen gegeben hatte und ja, mir kam das irgendwie nicht mehr in den Sinn. Ja, sei es drum. Jetzt ist alles wieder gut. Und ich musste unheimlich oft Pipi machen gehen. Also nachts gar nicht mal, also tagsüber. Also alle halbe Stunde konnte ich im Grunde aufs Töpfchen rennen und Pipi machen. Also unglaublich und nervig, störend, wenn man dauernd aus der Arbeit rausgerissen wird, weil man Pipi machen gehen muss. Aber gut, ist halt so. Dann noch ein kleines Erlebnis aus dieser Woche. Wir waren am Freitagabend Pizza essen und zwar im Anderland. Das ist ein cooler Biergarten im schönen Stadtteil St. Johannes in Nürnberg. Und kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Sehr, sehr leckere Pizza gibt es dort. Ja, inzwischen auch mit veganem Käse habe ich mir auch so bestellt. Zum zweiten Mal jetzt ist ganz gut. Wobei ja, es war ein bisschen zu viel davon drauf letztes Mal. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern ziemlich am Schluss des Abends bekam ich dann eine ganze Ladung Bier ab. Der Kellner hatte sein Tablett ein bisschen, ja, zu unsicher gehalten. Er war, glaube ich, auch recht frisch dabei in dem Servicebereich. Ja, und das Ganze landete auf meinem Schoß, somit war alles nass. Und ja, und dann bin ich relativ zügig eigentlich schon direkt nach Hause gegangen, weil nicht, dass ich dann noch irgendwie eine Blasenentzündung oder so bekommen hätte. Das wäre, glaube ich, nicht so besonders gut in der Schwangerschaft. Ja, das war ein bisschen ärgerlich, aber gut. Das war so ein kleines Erlebnis in dieser Woche. Was vielleicht erzählenswert ist oder wie auch immer. Ärgerlich war es auf jeden Fall. Und das aller tollste in dieser Woche, am letzten Tag der 18. Schwangerschaftswoche, bin ich mir zu 100% sicher, dass ich sagen kann, ich habe das kleine Würmchen gespürt und Schnucki hat es auch gespürt. Also es hat angefangen rumzuturnen in meinem Bauch. Ich dachte, jetzt, was ist denn jetzt los? Ist ja der Wahnsinn, weil bisher war ich mir immer so ein bisschen unsicher, ob das wirklich jetzt schon das kleine Kind ist, das Baby. Ja, aber ja, da war ich mir total sicher und das war so schön. Ja, sehr, sehr schön. Und so unfassbar irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie, wie soll ich ihn sagen? Es wird einem immer bewusster, was eigentlich wirklich passiert, was jetzt Realität ist und was auf einen zukommt. Und das ist schon Wahnsinn. Wahnsinn. Ab der Woche habe ich auch angefangen, mir jeden Abend nach dem Einölen mir die Spieluhr auf den Bauch zu legen und einmal eben das Ganze durchlaufen zu lassen. Das ist jetzt so mein Ritual. Und ich denke, das ist eine gute Sache. Weil auf der einen Seite habe ich gelesen, die kleinen Babys, die können jetzt schon hören. Aber jetzt habe ich gestern eine Sendung angeguckt mit Pietro und Sarah Lombardi. Und da hatte die Ärztin in dieser Sendung gesagt, die hören noch nicht, sondern erst ab der 27. Woche. Also ich bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe so und so eine Info. Ich muss mal meine Ärztin fragen oder meine Hebamme. Ach ja, genau. Ich hatte auch den ersten Termin mit meiner Hebamme in dieser Woche. Genau, das habe ich ja total vergessen. Der fand jetzt endlich statt, weil letzte Woche war sie ja krank. Und es war ein sehr, sehr toller Termin. Wir haben uns ein bisschen näher kennengelernt, so wie man, ja, oder was man sich so vorstellt und wünscht und wie sie arbeitet. Und einfach, dass man abklopfen konnte, ob man zueinander passt, weil es gibt ja noch drei andere Hebammen eben in diesem Geburtshaus, in dem ich entbinden möchte. Ja, aber das passt ganz gut und sie wohnt auch im selben Stadtteil, also es bietet sich sehr an, gerade dann auch fürs Wochenbett, für die Wochenbettbetreuung, also alles optimal und ich bin sehr zuversichtlich, dass das alles ganz, ganz toll wird. Ansonsten habe ich sehr, sehr viel gelesen in dieser Woche und zwar die Hebammen-Sprechstunde hatte ich mir gekauft, die habe ich euch ja auf Instagram und Facebook gepostet gehabt, unter anderem noch mit einem anderen Buch. Ja, da habe ich schon sehr viel jetzt drin gelesen und kann jetzt schon sagen, dass ich das auf jeden Fall auch empfehlen kann. Das haben ja dann auch viele geschrieben, dass das ein ganz tolles Buch ist und das empfehlenswert ist. Kann ich auch nur.
Ansonsten kam in der Woche noch meine Milchpumpe an, und zwar die Medela Swing Maxi. Die ist elektrisch und ist eine Doppelpumpe. Die werde ich ausgiebig auf Herz und Niere dann testen und prüfen, wenn es dann soweit ist, wenn es mit dem Stillen losgeht. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze funktioniert. Überhaupt, aber ich bin positiv. Und ja, damit Schnucki eben auch mal den kleinen Würmchen die Milch geben kann, natürlich dann die Muttermilch, haben wir auch nochmal hier so ein, ein Kalmar Muttermilch-Fläschchen mit dem Muttermilch-Sauger, wie auch immer, doppelt gemoppelt. Ja, das soll so ein bisschen die Saugart der... Das soll so dem Saugen an der Brust eben nachempfinden durch diesen Muttermilchsauger. Wie auch immer. Wir werden es sehen. Ist ja noch eine Ecke hin, aber ich habe es jetzt schon mal da liegen. So, das war es jetzt an sich, und dann würde ich jetzt sagen, zeige ich euch gleich noch meinen Bauch im Anschluss und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Wenn ihr einschaltet, lasst mir fleißig Kommentare da. Ich freue mich da sehr drüber und bis ganz bald. Macht's gut. Tschüss. Ja, ihr Lieben, das ist dann also das Bäuchlein. Es ist kräftig gewachsen. Irgendwie sieht man es gar nicht ganz so gut, ne? So vielleicht besser. Der Kontrast ist nicht so super duper, ne? Naja, ich denke, ihr seht das schon ganz gut. Ja, das ist das Bäuchlein. Vielleicht noch so. So sieht man es besser. Nee, mit weiß ist, glaube ich. So ist besser. Ja. Ja, ist schon recht gewachsen, ne? Sieht auch so aus, als wäre das eigentlich schon viel weiter. Aber gut, so ist er. So nehme ich ihn. Und so ist auch alles gut.